auf den Tagesordnungspunkt 8. Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksachennummer 12842. Unabhängiges Gutachten zur Kostenschätzung der gesamten Folgekosten der Braunkohle. Folgender Hinweis. Der Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache 12842, wurde gemäß § 82 Absatz 2 Buchstabe B unserer Geschäftsordnung vom Plenum an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk überwiesen, mit der Maßgabe, dass eine Aussprache und Abstimmung nach Vorlage einer Beschlussempfehlung erfolgt. Beschlussempfehlung Bericht des Ausschusses für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk liegt als Drucksachennummer 14.184 vor. Ich öffne die Aussprache und für die SPD-Fraktion hat Herr Kollege Thiel das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Die Diskussion um die Folgekosten der Braunkohle ist nicht neu. Bereits 2015 hatte Greenpeace eine Studie zum Thema gesellschaftliche Kosten der Braunkohle beauftragt. Ziel, mit dem Mythos von der Braunkohle als kostengünstiger Energieträger aufzuräumen. Einem vorzeitigen Ausstieg aus der Braunkohleverstromung steht nämlich entgegen, dass die Braunkohle ein kostengünstiger heimischer Rohstoff ist, der subventionsfrei dafür sorgt, dass unsere Stromversorgung zuverlässig und bezahlbar ist. 2016 kam eine Studie im Auftrag des BUND, der Klimaallianz und anderer hinzu zum Thema finanzielle Vorsorge im Braunkohlebereich. Der Antrag der Piraten knüpft an beide Studien 1:1 an, übernimmt die dort aufgestellten Thesen und fordert nun ein unabhängiges Gutachten zur Kostenschätzung der gesamten Folgekosten im Braunkohlebereich, eine Sicherheitsleistung des RWE nach Bergrecht und einen öffentlich-rechtlichen Fonds zur langfristigen Kostenbewältigung mit einer Nachschusspflicht einzurichten. Die Anhörung zum Antrag der Piraten dazu hat ergeben, dass das Bergbauunternehmen den Verpflichtungen nachkommt und für die Erfüllung künftiger bergbaulicher Verpflichtungen im vollen Maße gerade steht und mit dem gesamten Konzernvermögen uneingeschränkt haftet. Dass Rückstellungen zur Absicherung der Wiedernutzbarmachung angemessen und sicher vorgenommen werden, nach allen Regeln des Handels und des Bergrechts. Und das wird überprüft von der Bergbehörde, dem Geologischen Dienst und dem LANUF. Weiter werden die Wirksamkeit und die Risiken der Rückstellungen von unabhängiger staatlicher Seite regelmäßig überprüft. Ewigkeitslasten wie im Steinkohlebergbau sind im Tagebau nicht erwartbar, denn er funktioniert als rollierendes System, salopp gesagt, vorne baggern, hinten rekultivieren. Es liegen langjährige Erfahrungen mit Umsiedlungen und der Wiederherstellung nach dem Tagebau vor. Die Fragen der Nachsorge werden umfangreich bereits bei der Genehmigung eines Tagebaus geprüft, übrigens auch die energiepolitische Notwendigkeit. Weitere Fragen im Zusammenhang dauerhafter oder langfristiger Folgen im Bereich der Wasserwirtschaft werden ebenfalls untersucht. Sehr geehrte Damen und Herren, konventionelle Kraftwerke, Braunkohlekraftwerke werden noch lange gebraucht. Übrigens auch für den Umbau der Energieversorgung. Der Anteil von Wind- und Solarenergie wächst ständig. Allerdings geht die Versorgungssicherheit damit leider nicht einher. Von den erforderlichen, umfassenden und wirtschaftlich darstellbaren Speicherlösungen zur zuverlässigen und bezahlbaren Energieversorgung sind wir noch weit entfernt. Wir sind hier eher am Anfang der Grundlagenforschung. Der Netzausbau hinkt ebenfalls hinterher. Eine intelligente Verknüpfung von Verbrauch und Erzeugung ist zwar beschrieben, aber noch keine Realität. Im Dezember und im Januar hatten wir durchaus typisch für diese Jahreszeit Dunkelflauten. Also Zeiten, in denen weder Solarstrom noch Windstrom zur Verfügung standen. Trotzdem brauchen zum Beispiel die Fordwerke in Köln, die Aluhütte in Neuss, ThyssenKrupp-Werk in Duisburg, die Schemparks von Leverkusen bis Mahl, Krankenhäuser, Rundfunkanstalten, Radiosender, Tankstellen, letztlich unsere gesamte Infrastruktur, sie brauchen Strom, um zu funktionieren.
garantierten Strom sicher, verfügbar und bezahlbar. Wenn also über die Kosten der Braunkohle gesprochen wird, dann sollte natürlich auch der Nutzen für die Gesellschaft und das Funktionieren der Wirtschaft, auch unseres Alltaglebens, festgehalten werden. Das alles haben wir in Nordrhein-Westfalen sorgsam im Auge. Es gilt die Risiken und die Chancen. Es gilt, Kollege, die Risiken und die Chancen insgesamt abzuwägen und transparent zu machen, damit die Energiewende eine Erfolgsgeschichte werden kann. Die Empfehlung des Wirtschaftsausschusses, den Antrag abzulehnen, ist richtig. Im Übrigen ist auch richtig, was Sigmar Gabriel kürzlich gesagt hat, dass es erst Sinn macht, wenn wir bis 2030 wissen, was wir alles im Rahmen der Energiewende gekonnt haben, dass es dann erst Sinn macht, zu gucken, was danach erfolgen soll. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Thiel. Und für die CDU-Fraktion hat das Wort nun Herr Kollege Hovenjürgen. Herr Präsident, meine Kolleginnen, liebe Kollegen, Herr Thiel, ich war ein bisschen überrascht. Ich dachte, Sigmar Gabriel würde bei Ihnen gar nicht mehr zitiert, aber immerhin, ich nehme das mal zur Kenntnis. Vieles von dem, was Sie hier gesagt haben, dem kann ich mich anschließen. Wir haben uns intensiv im Ausschuss mit der Diskussion um die Antragstellung der Piraten befasst. Wir haben eine Anhörung dazu durchgeführt. Überraschendes hat diese nicht zutage gefördert. Wir brauchen eine berechenbare, volkswirtschaftlich verantwortliche Energieerzeugung. Die müssen wir sicherstellen. Wir müssen sie bedarfsgerecht sicherstellen. Und insofern müssen wir einen guten Ausgleich finden auf dem Weg hin zur erfolgreichen Energiewende. All das hat der Kollege Thiel gerade schon beschrieben. Dass wir dazu aber auch einen Beitrag leisten müssen, dass den Menschen, die mit Unsicherheiten zu kämpfen haben, in dem Bereich offenen Fragestellungen zu kämpfen haben, gehört auch mit zu einem Bereich, den wir betrachten müssen. Und hier ist aus meiner Sicht, aus unserer Sicht, aus der Sicht meiner Fraktion auch die Landesregierung gefordert, nämlich über den Bereich, den sie mit zu verantworten hat, über die Bergaufsicht zu Transparenz beizutragen und nicht die Bergaufsicht zu einer reinen Bergbaubegleitungsbehörde zu verkommen zu lassen, sondern hier muss auch deutlich gemacht werden, dass auch Bürgerinteressen durch die Bergaufsicht zu vertreten sind und nicht nur Bergbauinteressen, meine Damen und Herren. Das müssen wir hier an dieser Stelle auch noch mal ganz deutlich sagen. Und deswegen war die Berufung des Leiters der Anrufungsstelle kein hilfreicher Beitrag, um Vertrauen in die Region hineinzubringen, dass wir dort zu einer unabhängigen Betrachtung kommen, sondern hier war wieder das Gefühl bei vielen vorhanden, dass der alte, in Anführungsstrichen, Herr Präsident, verzeihen Sie mir den Ausdruck, dass der alte Klüngel an dieser Stelle wieder, man hilft sich, man kennt sich, den großen Teil der Oberhand gewinnt und wir den Menschen ein Stückchen sozusagen die Unterstützung nehmen, die eigentlich diese Anrufungsstelle haben sollte. Und insofern auch hier mit Blick auf den Wirtschaftsminister und auf die Bergbehörde nochmal der Hinweis, Sie sind nicht nur den Bergbautreibenden, sondern Sie sind auch den Bürgerinnen und Bürgern Nordrhein-Westfalens verpflichtet. Wenn das die Bergbehörde ein Stückchen intensiver leben würde, dann wären wir sicherlich, auch was die Akzeptanzfrage und die Transparenzfrage angeht, ein Stückchen besser aufgestellt, meine Damen und Herren. Also lassen Sie mich abschließend, weil Herr Thiel, wie gesagt, man muss nicht alles wiederholen, was schon Richtiges gesagt worden ist, dann lassen Sie mich abschließend nochmal festhalten, das, was die Piraten hier fordern, wäre kein Beitrag abschließend, um Rest und endliche Sicherheit herbeizuführen, weil wir gerade im Bereich vom Bergbau auch immer auf Überraschungen gefasst sein müssen. Geologie hat immer etwas mit Annahmen zu tun, die nicht Gewissheiten liefern können. Und deswegen, so wie im Moment der Tagebau betrieben wird, hinten wird kultiviert, vorne wird gebaggert, ist etwas, was überschaubar ist, womit auch die Betroffenen umgehen können. Wir brauchen Planungssicherheit für diejenigen, die beschäftigt sind im Braunkohletagebau. Wir brauchen Rechtssicherheit für die, die betroffen sind vom Braunkohletagebau. Und das in einem möglichst transparenten Verfahren. Und hierzu kann die Landesregierung über die Bergbehörde einen intensiven Beitrag leisten. Hier kann sie, hier muss sie besser werden. Wir erwarten, dass sie besser werden. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Hovenjürgen. Und nun spricht für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Frau Brems.
Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man jetzt eben gerade so zugehört hat, möchte man meinen, ist ja alles in Ordnung irgendwie im Braunkohlerevier. Aber ganz ehrlich, der Abbau von Braunkohle hat erhebliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt. Und sonst, Herr Hovenjürgen, sind wir da ein bisschen anderes von Ihnen gewohnt, dass Sie da auch mal mehr den Finger in die Wunde legen, tun Sie hier nicht. Ich bin da sehr enttäuscht. Die Auswirkungen sind, Tausende von Menschen wurden umgesiedelt, wertvolle landwirtschaftliche Flächen gehen verloren. Ebenso geht wertvoller alter Waldbestand und Lebensraum unwiederbringlich verloren. Naturschutzgebiete drohen trockengelegt zu werden, Flüsse fließen in die umgekehrte Richtung, der Grundwasserspiegel wird verändert und damit entstehen Bodensenkungen, die Schäden an Häusern, Straßen und Infrastruktur verursachen. Aber nicht nur während des Abbaus verändert der Braunkohleabbau die ganze Region. Die geplante Befüllung der riesigen Restseen wird bis Ende dieses Jahrhunderts andauern. Auch in Jahrzehnten kann es zu Bodenhebungen kommen. Ganze Bereiche können dauerhaft vernässt werden oder Sumpfgebiete trockenfallen. Unklar ist, wie genau sich der Grundwasserspiegel nach Beendigung der Sumpfungsfragen wieder einstellen wird. Unklar ist auch noch, welche praktischen Herausforderungen durch die Seegestaltung entstehen können. Und anders als Herr Thiel das eben hier sagte, kann man doch wirklich nicht Langzeit- und Ewigkeitsfolgen komplett ausschließen. Es gibt Langzeit- und Ewigkeitsfolgen und die ziehen eben auch erhebliche Kosten nach sich und deren Höhe kann heute niemand beziffern. Und daher ist es genau richtig gewesen, dass eben in einer Konstellation aus Heinrich-Böll-Stiftung und anderen im Sommer vergangenen Jahres eine Studie vorgestellt wurde, um die finanzielle Vorsorge im Braunkohlenbereich in den Blick zu nehmen, die Optionen zur Sicherung der Braunkohlerückstellung darzustellen. Schließlich geht es darum, dass wir sicherstellen müssen, dass das Verursacherprinzip hier gilt. Und dann ist es fatal, wenn in der Anhörung zu diesem vorliegenden Antrag Vertreter der Braunkohleindustrie behaupten, es gäbe keine Ewigkeitsfolgen oder wie wir das eben gerade gehört hätten. Man hätte alles im Griff, haben wir da gehört, mit allem Erfahrung. Aber die Anhörung hat eigentlich genau das Gegenteil gezeigt. Es gibt keinerlei Erfahrung mit künstlichen Seen dieser Größe und dieser Tiefe. Und deshalb muss mit größter Sorgfalt vorgegangen werden, wenn die Böschung und die Befüllung geplant werden, damit sichergestellt ist, dass die Seen auch genutzt werden. Die größte Unsicherheit besteht darüber, was passiert, wenn der Grundwasserspiegel wieder ansteigt. Daher gilt mein herzlicher Dank auch Minister Remmel dafür, dass er nun mit einem Expertenkreis diesen Aspekt genauer betrachten lässt. Denn bisher ging es nur darum, die Auswirkungen der Sümpfungsmaßnahmen im Blick zu haben, weniger aber das, was danach kommt. Und darüber brauchen wir klare Erkenntnisse. Auch möchte ich unterstreichen, dass wesentliche Punkte und Fragen von uns und auch die berechtigten Fragen des Forums Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft und des BUND in der Anhörung nicht ausgeräumt wurden. Zum Beispiel, ich möchte da Dirk Jansen, den Geschäftsführer des BUND, aus dem Protokoll der Anhörung zitieren: Es gibt keine Transparenz in Sachen Kostenschätzung und Rückstellungsberechnung. Es gab Befürchtungen, die die Stadt Mönchengladbach geäußert hat, auf Altlasten sitzen zu bleiben. Es gibt enorme Befürchtungen zur Grundwasserqualität und vieles mehr. Und all diese Bedenken wurden und konnten bei der Anhörung nicht ausgeräumt werden. Und es ist doch eins klar, der Ausstieg aus der Braunkohle, der wird kommen. Die Erneuerbaren werden dann sicher, bezahlbar und umweltfreundlich unsere Energieversorgung übernehmen. Und alle, die das nicht wahrhaben wollen und diese Fragen und die möglichen Folgen immer noch nicht wahrhaben wollen, die tun ehrlich gesagt der Region und den Kommunen in der Region keinen Gefallen. Den Piraten ist zu danken, dass sie mit diesem guten Antrag, er ist von Ihnen gut, bei uns wäre er noch besser geworden, aber gut, den Finger in die Wunde gelegt haben. Die Arbeit ist aber mit diesem Antrag nicht beendet. Sie liegt erst noch vor uns. Es geht in den nächsten Jahren darum, gemeinsam mit Kommunen wie Mönchengladbach ihre Trinkwasserversorgung zu sichern und mit Tagebaurandkommunen ihren Standort auf Dauer zu sichern. Und dann geht es darum, dass wir verhindern müssen, dass die Allgemeinheit auf diesen Kosten sitzen bleibt. Wir nehmen diese Herausforderung an und werden unermüdlich daran arbeiten, dass die Kommunen und die Menschen nicht mit den Folgen des Braunkohlebergbaus alleine gelassen werden. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Frau Brems. Und für die FDP-Fraktion hat nun Herr Brockes das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, zu Beginn möchte ich meinen Glückwunsch an die Kolleginnen und Kollegen der Piratenfraktion errichten, denn es ist Ihnen wirklich mit diesem Antrag gelungen, den Spaltpilz zwischen SPD und Grüne nach vorne zu treiben. Denn wer genau zugehört hat, hat gerade mitbekommen, wie beide Fraktionsvertreter völlig gegeneinander gesprochen haben und zwei völlig unterschiedliche Positionen hier dargelegt haben. Und wenn Sie, Frau Kollegin Brems, sich hier hinstellen und sagen, das ist ein guter Antrag der Piratenfraktion, dann haben Sie gleich auch die Traute und stimmen diesem Antrag hier zu. Dann zeigen Sie doch mal Flagge, Mensch! Denn, und ich sage das ganz klar, ich bin nicht der Auffassung, die Sie in dem Antrag haben. Und ich glaube auch, dass es hier in diesem Hause eine klare Mehrheit gegen diesen Antrag gibt. Aber so, wie Sie sich hier verhalten, Frau Brems, muss es nicht wundern, wenn diese inkonsequente Politik der Grünen durch die Bürgerinnen und Bürger bestraft wird. Meine Damen und Herren, ich hätte auch gerne heute hier, Herr Kollege Thiel, über Ihre Rede abstimmen lassen. Denn da waren viele wichtige und richtige Punkte drin. Und man konnte förmlich sehen, wie seitens der Grünen-Fraktion die Kinnladen runterfielen, als Sie hier entsprechend deutlich gemacht haben, zu Recht, dass wir auch noch über viele Jahre, Jahrzehnte auf die Braunkohle als sicheren Energieträger angewiesen sind. Meine Damen und Herren, ich komme aber auch zu dem Antrag. Und es ist ja schon einiges ausgeführt worden. Inhaltlich wurde ja auch in der Anhörung bereits deutlich, dass Sie sich hier auf die Studie des BUNDs, finanzielle Vorsorge im Braunkohlenbereich, dass Sie sich diese zu eigen machen, sowohl hinsichtlich des dort dargestellten Sachverhalts als auch bezüglich der Schlussfolgerungen. Und da muss ich wohl sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ansonsten stellen Sie sich ja immer hier hin und predigen die Transparenz. Wo ist das hier in dem Antrag? Warum sagen Sie nicht, dass Sie hier eins zu eins die Position des BUNDs übernommen haben? Ich möchte hier ja nicht gerade von einem Plagiat sprechen, was Sie uns vorgelegt haben. Meine Damen und Herren, dementsprechend wird ein teilweise völlig überzogenes und falsches Bild von den Folgekosten der Braunkohle hier gezeichnet. Und es geht einzig darum, die Kohle zu diskreditieren. Das zeigt deutlich, meine Damen und Herren, worum es den Piraten in dem Antrag wirklich geht. Der politisch motivierte Braunkohlenausstieg. Da ist es Ihnen auch vollkommen egal, wie die Faktenlage aussieht. Dass diese Ihre Forderungen nicht rechtfertigt sind, wurde ja auch in der Anhörung überdeutlich. Die Anhörung hat gezeigt, dass für die Beauftragung eines Gutachtens durch die Landesregierung kein Anlass besteht. Es wurde klargestellt, dass der Vergleich mit der Atomkraft völlig falsch ist. Es gibt keine Ewigkeitslasten bei der Braunkohle. Die Kosten, die für die Wiedernutzbarmachung anfallen werden, sind erstens zeitlich begrenzt und zweitens sind diese Kosten bekannt. Sie werden von den Bergbehörden ermittelt und gegebenenfalls neu bewertet, wenn es einen entsprechenden Anlass gibt. Hierbei greifen alle Beteiligten auf jahrzehntelange Erfahrungen zurück. Risiken und Probleme, die es zum Beispiel in Ostdeutschland aufgrund der Geologie und oder Aufgabe von Tagebauern über Nacht gab, gibt es in Nordrhein-Westfalen nicht. Diese Negativbeispiele anzuführen, ob im Gutachten oder seitens Ihrer Fraktion, ist ehrlich gesagt schlicht unseriös. Meine Damen und Herren, richtig ist, dass in Bezug auf die Grundwasserverhältnisse in der Erftaue noch nicht alle Einzelheiten geklärt sind. Aber hierzu werden erstens bereits Untersuchungen angestellt und zweitens gibt es die Unklarheiten nur deshalb, weil in den gesümpften Bereichen Wohngebiete entstanden sind.
Und hier gibt es mindestens eben auch neben der Verantwortung des Unternehmens auch eine Mitverantwortung der Politik. Meine Damen und Herren, dem Braunkohlenabbau all dies vor die Füße zu kippen, wäre unredlich. Und deshalb sagen wir auch klar Nein zu Ihrem Antrag. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Brockes. Und für die Piratenfraktion spricht jetzt Herr Schmalenbach. Jo, vielen Dank, Herr Präsident. Zunächst mal, wir reden über das hier. Das ist ein Stück Braunkohle. Und um dieses Stück Braunkohle machen wir schon seit einer geraumen Zeit einen ziemlichen Eiertanz hier. Da werden Dinge behauptet, in den Raum gestellt, die so einfach nicht wahr sind. Es wird hier, und ich muss meine Rede an der Stelle einfach verwerfen, weil es war einfach zu viel Unsinn dabei, was von der SPD, CDU und FDP kam. Ja, darauf können Sie hoffen, tatsächlich. Ja, Herr Hovenjürgen, wenn Sie nicht in der Lage sind zuzuhören, dann ist das nicht mein Problem. Entschuldigung. Also, es wird hier immer wieder behauptet, es gäbe keine Ewigkeitslasten bei der Braunkohle. Das wird immer wieder behauptet, immer wieder in den Raum gestellt. Auch in der Anhörung wurde das tatsächlich gesagt. Aber niemand weiß das. Niemand weiß das. Niemand hat Erfahrung mit einem Braunkohleabbau in der Größenordnung, wie wir ihn in Garzweiler vorfinden. Niemand hat Erfahrung mit einem Restsee, wie er da geplant ist. Also ist alles andere Bullshit, was ihr hier erzählt. Herr Thiel, RWE haftet mit Konzernvermögen. Ja, das ist toll. Das ist super, dass RWE mit Konzernvermögen haftet. Der Punkt ist aber, wir alle hier im Haus wissen erstens, der Braunkohle geht es nicht mehr gut. Zweitens, momentan ist es ein rollierendes System. Das heißt, vorne werden die Gewinne erzielt, die hinten in die Renaturierung gesteckt werden. Und drittens, dass die Bagger deutlich eher aufhören werden zu baggern, als wir es bisher auf dem Plan haben. Das wissen wir alle hier. Das stand sogar schon in der Rheinischen Post, dass die Politik intern weiß, dass es früher zu Ende ist. Sie gibt es nur nicht offiziell zu. So, das bedeutet im Umkehrschluss, wir wissen gar nicht, wie RWE auf lange Sicht dasteht. Wir wissen überhaupt nicht, ob die noch existieren, wenn der RSC da ist. Das wissen wir gar nicht. Ja, was lachen Sie? Wissen Sie das? Haben Sie das in Ihrer Glaskugel schon mal gefragt? Hat die Ja gesagt? Ich weiß es nicht. Also sollten wir das klarstellen. Und dann zum Nächsten. Was ich witzig finde, kaum einer hat hier über diesen Antrag gesprochen. Alle haben darüber gesprochen, dass wir uns gegen die Braunkohle engagieren. Das ist richtig. Das ist absolut korrekt. Wir stehen für einen zügigen Braunkohleausstieg. Wir stehen für ein Braunkohleausstiegsgesetz. Herr Dünen hat es schon zu den Ohren herausbekommen, unsere Forderung. Das haben wir immer wieder gefordert. Das fordern wir natürlich auch in diesem Zusammenhang wieder. Aber das ist nicht der Kern des Antrags. Der Kern des Antrags ist schlicht und ergreifend, wir wollen wissen, was kommt da auf uns zu. Und tatsächlich, diese Information zu bekommen, wird hier im breiten Maße abgelehnt. Eine Information, eine lächerliche Information wird hier bekämpft mit Worten wie, was sagte Herr Brockes vorhin, politisch motivierter Braunkohleausstieg. Nein, das Gutachten ist nichts davon. Das Gutachten ist einfach nur eine Information. Wir wollen wissen, wo die Reise hingeht. Wir wollen wissen, ob der Bürger damit gut dasteht oder nicht. Okay. Dann, Herr Brockes, ich muss noch mal darauf eingehen, wie Herr Brockes meinte, sich echauffieren zu müssen, wie Frau Brems sich verhält. Frau Brems hat sich schlicht so verhalten, wie sie glaubt, dass es richtig ist. Sie hat sich zum Thema positioniert. Zum Thema positioniert, inhaltlich und korrekt, Herr Brockes. Sie dagegen haben mir gestanden und das Habiliment gegeben, für was auch immer. Sie wollten davon reden, dass da die SPD und die Grünen total auf dem anderen Dampfer sind. Ja, okay, in dem Fall sind sie das. Aber bitte diese Show hier abziehen, mein lieber Mann. Warum nicht transparent, haben Sie gefragt. Ja, Transparenz ist ein gutes Thema. Ich hätte ganz gerne eigentlich heute aus dem Protokoll zitiert, des letzten Ausschusses. Aber leider ist das in der Vergangenheit so ein bisschen zum Glücksspiel geworden, hier ein Protokoll zu bekommen. Irgendwie Protokolle kriegen wir gar nicht mehr. Ich weiß nicht, warum das so ist.
Es geht uns darum, Kohle zu diskreditieren, sagen Sie, Herr Brockes. Nein, darum geht es uns eben nicht. Es geht uns nicht darum, Kohle zu diskreditieren, sondern es geht uns darum zu sagen, wie die Faktenlage ist. Wir wollen darauf hinweisen, dass das Modell Braunkohle keine Zukunft hat. Wir uns damit abfinden müssen und wir diesen Ausstieg planen müssen. Das fordern wir von Anfang an. Wir wollen eben nicht, dass ein plötzlicher Tod der Braunkohle dazu führt, dass auf einmal ungeplant Leute auf der Straße stehen. Das wollen wir nicht, sondern wir wollen genau wissen, wann passiert das, und wir wollen das geplant wissen. Und zur Not finanzieren wir es auch bis dahin. Aber wir wollen es geplant machen. Vielen Dank. Herr Schmalmann, nehmen Sie das Stückchen Kohle wieder mit? Das ist wertvoll. Kann der Minister mitnehmen? Nein, das nehmen Sie bitte wieder mit. Sie haben es hingemacht, ja, nehmen Sie wieder aber mit. Der Minister hat die viel lieber. Nein, das ist hier nicht der Stil, dass wir die Sachen einfach liegen lassen. Räumen Sie einfach ab und dann ist das so erledigt. Im Übrigen will ich noch darauf hinweisen, Herr Schmalenbach, auch wenn Sie ein Wort Englisch aussprechen, wird dadurch sozusagen das Wort nicht gebräuchlicher fürs Parlament. Ja? Und in dem Fall will ich es mal dabei belassen. Ihnen ist das klar? Das hat auch von denen hier sowieso keiner verstanden. Ist das klar? Doch. Sie alle wissen, wovon ich rede. Ich rede von dem, was bei einem männlichen Rindvieh hinten herauskommt. Und das haben Sie englisch beschrieben. Und das wollen wir aber hier nicht, weder auf Englisch noch auf Deutsch. Es spricht als nächster Redner für die Landesregierung Herr Minister Dünn. Meine sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Sie erlauben, komme ich noch mal auf den Antrag zurück und nicht auf eine allgemeine Debatte, wofür oder wogegen man ist. Ich glaube, die Positionen sind hier ausreichend ausgetauscht. Und in der eigentlichen Sache, die die Piraten beantragt haben und die wir im Ausschuss leider ohne Erfolg, aber sehr intensiv diskutiert haben und Ihnen versucht haben, auch näher zu bringen, will ich noch einmal festhalten, dass das Unternehmen für alle Verpflichtungen Rückstellungen bilden muss, die aus den Genehmigungen für den Braunkohleabbau erwachsen und die in Zukunft zu bedienen sind, und dass es unabhängige Wirtschaftsprüfer sind, die darauf achten, ob diese Rückstellungen nach Art und Höhe in der Bilanz auch vollständig und ordnungsgemäß angesetzt und angemessen bewertet sind, und dass eben natürlich auch die Vorsorge für die Wiedernutzbarmachung mit dazugehört. Und dass die Frage, ob eine Sicherheitsleistung erhoben wird, um die Erfüllung dieser Voraussetzungen zu sichern, einzig und allein die Bergbehörde nach sorgfältiger Prüfung und nach pflichtgemäßem Ermessen entscheidet. Und bislang es eben keinen Hinweis darauf gibt, dass es ein Ungleichgewicht gibt zwischen den Pflichten des Unternehmens einerseits und der künftigen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Unternehmens andererseits. Und deswegen besteht auch bislang überhaupt keine Veranlassung, eine solche Sicherheitsleistung zu erheben. Diese Prüfung, aber auch das haben wir Ihnen schon erklärt, wird aber bei jeder weiteren Genehmigungsentscheidung erneut immer wieder unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, die sich ja ändern kann, vorzunehmen sein. Wir wissen aber auch, und darauf haben andere Redner schon hingewiesen, Ewigkeitslasten, wie wir sie im Steinkohlenbergbau kennen und mit denen Forderungen nach Einrichtung eines Fonds begründet werden, sind in Braunkohlenbergbau nicht zu erwarten. Dennoch besteht Untersuchungsbedarf, ob und wenn ja, in welchem Umfang es zu wasserwirtschaftlichen Folgelasten kommt. Und dazu hat die Landesregierung bereits eine Untersuchung auf den Weg gebracht. Und die Ergebnisse sind dann auch wieder relevant für die Entscheidung, ob zukünftig Sicherheitsleistungen zu verlangen sind oder sogar weitergehende Instrumente zur Absicherung der unternehmerischen Verpflichtungen geschaffen werden können. Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Dr. Hachen. Oh, aber gern. Das ist freundlich von Ihnen, bitte, Herr Kollege Dr. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ja, hier bin ich. Herr Thiel hat eben sehr eindeutig dargestellt, die Position der Energiewirtschaft, wonach Sicherheits- oder Ewigkeitslasten ohnehin nicht zu erwarten sind. Frau Brems hat im Gegenteil dazu, wie ich finde, sehr eindrucksvoll aufgelistet, welche Fülle von Unwägbarkeiten, die zum Teil Auswirkungen über Jahrzehnte haben, zumindest nicht auszuschließen sind. Vor diesem Hintergrund würde mich interessieren, das Berggesetz bezieht sich ja ausschließlich darauf, auf die Wiederherstellung der Oberfläche. Wie grenzen Sie
in Ihrer Arbeit diesen Begriff Wiederherstellung der Oberfläche gegen die Ewigkeitslasten ab. Wie kann man in der Öffentlichkeit konkret unterscheiden, wo das eine aufhört und das andere anfängt? Sehr geehrter Herr Abgeordneter, diese Unterscheidung obliegt Gott sei Dank nicht der privaten Meinung eines Ministers, sondern genau diese Unterscheidung zwischen Ewigkeitslasten, wie wir sie, das habe ich gerade schon dargestellt, im Steinkohlebergbau kennen, wo wir wissen, dass über einen sehr viel längeren Zeitraum als das, was wir hier zu betrachten haben, damit zu kämpfen haben, ist etwas ganz anderes als das, was ich gerade beschrieben habe, als die gerne auch, gerne nicht, aber gerne als solches beschrieben, auch sehr langfristigen oder dauerhaften wasserwirtschaftlichen Folgelasten. Und natürlich ist das Unternehmen dafür zur Verantwortung zu ziehen. Völlig klar. Aber es ist eben so, dass wir, und darauf wollte ich hinweisen, und damit möchte ich Ihre Frage beantwortet haben, dass wir hier nicht Äpfel mit Birnen vergleichen müssen, sondern wir haben die Untersuchung dazu in Auftrag gegeben, zu diesen wasserwirtschaftlichen Folgelasten, um dafür dann eben auch die Grundlage zu haben für die Bergbehörde zur Entscheidung für die finanzielle Absicherung dieser unternehmerischen Verpflichtung. Ich will aber abschließend hier an dieser Stelle auch noch mal deutlich machen, dass wir natürlich, und darüber kann es gar keinen Streit geben, zur Absicherung der volatilen Erzeugung durch die Erneuerbaren noch über einen längeren Zeitraum konventionelle Kraftwerkskapazitäten als Backup benötigen werden. Und deswegen wir ja auch darüber ringen, wie die Rahmenbedingungen zu gestalten sind. Diese Rahmenbedingungen sind deswegen wichtig, weil wir ja von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Unternehmens gesprochen haben. Man kann Rahmenbedingungen so schlecht gestalten, dass die sehr schnell nicht mehr gegeben ist. Wir stehen dafür, dass Rahmenbedingungen insgesamt, nicht nur für ein Unternehmen, sondern insgesamt für die Energiewirtschaft in Nordrhein-Westfalen und in der Bundesrepublik Deutschland so gestaltet werden, dass insbesondere mit Blick auf die vielen Tausenden von Beschäftigten dort Planungs- und Investitionssicherheit wieder entsteht. Und das haben wir zum Beispiel mit der Leitentscheidung und anderen Entscheidungen auch entsprechend auf den Weg gebracht. Wir werden also dieses Thema weiterhin mit Sorgfalt und Augenmaß behandeln und auch für die gebotene Transparenz hinsichtlich der finanziellen Absicherung uns einsetzen. Meine Damen und Herren, abschließend ein Wort an Sie, sehr geehrter Herr Hovenjürgen. Sie haben hier in Ihrer Rede die Bergbehörde versucht, in Misskredit zu bringen. Ich finde diesen Versuch, sage das ganz offen und ehrlich, unerhört. Sie haben sich während Ihrer Rede beim Präsidenten schon vorsorglich entschuldigt. Sie würden jetzt ein Wort benutzen, von dem Sie offensichtlich Angst hatten, es sei möglicherweise unparlamentarisch. Sie haben dann das Wort Klüngel benutzt. Ich weiß nicht, ob der Präsident die Entschuldigung überhaupt brauchte, aber eine offensichtlich sehr sauber arbeitende Behörde mit Klüngel hier in einer Rede in Verbindung zu bringen, ohne irgendeinen Beleg für irgendetwas dann zu bringen, dafür kann man sich entschuldigen bei den Beschäftigten der Bergbehörde. Das ist nicht in Ordnung. Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nein, gestatte ich im Moment nicht. Ich möchte nämlich noch darauf hinweisen, dass wir es gewesen sind, die im Februar 2014 eine Transparenzvereinbarung auf den Weg gebracht haben mit den bergbautreibenden Unternehmen, sowohl aus der Steinkohle als auch aus der Braunkohle, um deutlich zu machen, wir wollen einen fairen Interessenausgleich zwischen den Betroffenen und den Unternehmen. Wir wollen Transparenz in behördlichen Verfahren, bei den Daten von Emissionsmessungen, bei den Abläufen der Bergschadensbearbeitung. Und es geht um die Verbesserung der Situation von Bergbaubetroffenen. Wir haben diese Transparenz auf die Tagesordnung gesetzt und mit den Unternehmen vereinbart. Und dann kann man hier nicht von Klüngel der Behörde sprechen. Vielen Dank. Ich nehme an, ich soll bleiben. Vielen Dank, Herr Minister Dünn. Sie bleiben gleich am Pult. Es ist eine Kurzintervention angemeldet worden von Herrn Hovenjürgen aus der CDU-Fraktion. Bitte, ich aktiviere das Mikrofon. Herr Hovenjürgen, Sie haben das Wort für anderthalb Minuten. Bitte schön. Herr Präsident, herzlichen Dank, Herr Minister Dünn. Ich beschäftige mich jetzt in der Frage der Bergbehörde und der Zusammenarbeit mit dem Bergbau bzw. auch mit der Betroffenheit der vom Bergbau Betroffenen schon über einen wirklich langen Zeitraum. Und was ich in diesem
Jahren erleben durfte, ist eben dazu geeignet, nicht den Eindruck zu erwecken, als gäbe es hier eine Gleichbehandlung. Ein Beispiel. Es gab ein Erschütterungsereignis in Haltern am See im Zuge des abgewickelten Bergbaus der Auguste Victoria. Auf meine Frage hin, was dort ermittelt worden sei, bekam ich einen Antwortbrief aus Ihrem Ministerium, erarbeitet durch die Bergbehörde. Der teilte mit, dass 20 Fälle als Bergschaden auszuschließen seien, 19 Fälle besichtigt worden seien, dort gäbe es Bergschäden, ein Fall noch ausstehe. Auf meine Frage, ob es Erkenntnisse sind, die das Unternehmen ermittelt hat oder ob es Erkenntnisse, die die Bergbehörde selbst erhoben hat, wurde mir gesagt, nein, Sie beziehen sich hier auf Aussagen des Unternehmens. Und dann sage ich Ihnen, das ist mir als Bergbehörde deutlich zu wenig und intransparent, dass ich nur auf die Dinge, die das Unternehmen, der Schädiger selbst feststellt, mich zurückziehe und als Bergbehörde keine Anstalt mache, eigene Erkenntnisse zu erheben. Das ist mir zu wenig, das ist intransparent, Herr Minister. Herr Minister. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, es macht einen großen Unterschied, es macht einen riesengroßen Unterschied, ob Bergbaubetroffene unzufrieden sind mit einer Entscheidung, ob ein Abgeordneter unzufrieden ist mit der Antwort, mit der schriftlichen Antwort eines Ministers, oder ob sich ein Abgeordneter hier hinstellt und den Beschäftigten dieser Behörde hier Klüngel vorwirft. Das ist ein großer Unterschied, und auf den habe ich gerade hingewiesen. Vielen Dank, Herr Minister Dünn. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Und damit kommen wir zur Abstimmung. Der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk empfiehlt in Drucksache 14.184 den Antrag Drucksache 12.842 abzulehnen. Wir kommen somit zur Abstimmung über den Antrag mit der Drucksache Nummer 12.842 selbst, nicht über die Beschlussempfehlung. Die Fraktion der Piraten hat gemäß § 44 unserer Geschäftsordnung eine namentliche Abstimmung beantragt. Nach Absatz 2 dieses Paragraphen erfolgt die namentliche Abstimmung durch Aufruf der Namen der Abgeordneten. Die Abstimmenden haben bei Namensaufruf mit Ja, Nein oder Nein zu antworten oder zu erklären, dass sie sich der Stimme enthalten. Wir beginnen mit dem Namensaufruf, und zwar mit dem Namen A, wenn ich es richtig im Kopf habe, bitte. Herr Abel? Moment, nein, entschuldigen Sie bitte, wir müssen noch mal, ich stoppe sofort. War unklar bei der FDP-Fraktion, wir stimmen über den Inhalt des Antrags ab, nicht über die Beschlussempfehlung. Ich hatte es aber auch so vorgetragen. Ja? Gut. Jetzt beginnen wir noch mal. Ist das Mikrofon nicht aktiviert? Probieren Sie mal, sprechen Sie mal rein. Jetzt bin ich zu verstehen. Also noch mal. Schöner als ich, Sie fangen an, bitte schön. Herr Abel? Bringen Sie noch mal rein. Also die Kamera. Ich verstehe nicht, was man filmen da oben. Wir filmen da oben. Ach so. Jetzt aber das. In Absprache mit der Pressestelle des Landtags ist das Firmengeben einer öffentlichen Abstimmung, soweit ich weiß, zulässig. Es ist auf einzelne Abgeordnete einer Fraktion ausgerichtet. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wir wollen mal eben einen Moment die Sache hier oben beraten im Präsidium. Es gibt einen Antrag zur Geschäftsordnung. Frau Beer, Sie haben sich das Wort gewünscht. Meine Damen und Herren, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ich beantrage hiermit die Unterbrechung der Sitzung, weil wir eine ungeklärte Situation haben in Bezug auf die Aufnahmen, die auf einzelne Abgeordnete einer Fraktion ausgerichtet sind. Gut, vielen Dank für diesen Antrag. Ich lasse darüber abstimmen, wie sich das gehört im Hohen Hause. Wer stimmt diesem Antrag auf Unterbrechung der Sitzung zu? Das ist eine sehr breit ersichtliche Mehrheit. Wer stimmt dagegen? Gibt es einzelne Abgeordnete der Piraten? Gibt es Enthaltungen? Bei einigen Enthaltungen, einigen Gegenstimmen mit breiter Mehrheit ist dem Geschäftsordnungsantrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, vorgetragen durch die fraktionsgeschäftsführende Frau Beer,
hiermit stattgegeben. Wir unterbrechen die Sitzung. Ich schlage mal vor für eine runde Viertelstunde. Bis dahin haben wir das hoffentlich geklärt. Und ich bitte die parlamentarischen Geschäftsführer hier vorne zu uns ans Präsidium.
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, die soeben durch den sitzungsleitenden Präsidenten Oliver Keimes unterbrochene Sitzung wird jetzt wieder fortgeführt. Wir haben eine kurze Beratung durchgeführt und ich möchte Ihnen Folgendes mitteilen. Erstens, die Sitzung und damit die Debatten und die parlamentarischen Auseinandersetzungen oder auch Übereinstimmungen hier im Landtag Nordrhein-Westfalen im Plenarsaal sind aus gutem Grund öffentlich und werden aus gutem Grund auch der Öffentlichkeit über unter anderem den Livestream, den wir selber erstellen, zur Verfügung gestellt. Das heißt zweitens, dass Filmaufnahmen aus den dafür vorgesehenen Buchten, so wie wir das besprochen haben, wie wir das auch im Ältestenrat noch mal mitgeteilt haben, den Fraktionen zulässig sind. Üblich in diesem Haus, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist es auch, dass Fraktionen filmen. Allerdings entspricht es den üblichen Gewohnheiten, und die hat noch nie jemand in Frage gestellt oder dagegen verstoßen, dass lediglich die eigenen Rednerinnen und Redner der Fraktionen zu Dokumentationszwecken gefilmt werden. Drittens, nicht zulässig ist es allerdings, dass gezielt gefilmt werden einzelne Fraktionen oder Kolleginnen und Kollegen, insbesondere bei Abstimmungen, und zwar mit der erkennbaren Absicht, diese Filmaufnahmen anschließend in sozialen Netzwerken und an anderer Stelle zu verwenden und, ich gehe so weit zu sagen, in denunzierender Absicht zu verwenden. Diese Vermutung ist nicht etwa aus der Luft gegriffen, sondern diese Vermutung können wir aufgrund der Vorkommnisse in der letzten Plenarrunde durchaus belegen. Dort sind Aufnahmen, die wir im Nachhinein auch untersagt haben, in sozialen Netzwerken in denunzierender Absicht aufgetaucht und auch verwendet worden. Und der Anfangsverdacht, dass dies heute wieder passieren soll, besteht, weil beobachtet worden ist, dass die Kamera in der Bucht zugegebenermaßen gezielt während des Aufrufes der Abstimmung, des Beginns der namentlichen Abstimmung ausgerichtet worden ist und gezielt eine einzelne Fraktion damit beobachtet werden sollte und vielleicht sogar auch mehr damit geschehen sollte. Daher untersage ich Aufnahmen für den heutigen Tag und ich mache von meinem Hausrecht Gebrauch. Und ich will das auch gerne erläutern. Die freie Ausübung des Mandates ist ein hohes, aus gutem Grund ein hohes verfassungsrechtlich geschütztes Gut. Und die freie Ausübung des Mandates sichert die Funktionsfähigkeit eines Parlaments, sichert die Funktionsfähigkeit unseres Parlaments. Und durch das, was jetzt zum wiederholten Male versucht wird, sehe ich die Funktionsfähigkeit unseres Parlaments gestört, wenn nicht sogar gefährdet, so wie es die Hausordnung auch beschreibt und mir diese Möglichkeit des Eingriffs und des Verbotes ermöglicht. Und zur politischen Einordnung will ich ein für alle Mal und unmissverständlich sagen, dass man aus der deutschen Geschichte wirklich gelernt haben sollte und dass Einschüchterungen und der Versuch der Einflussnahme auf Abgeordnete von Zuschauertribünen und von der Loge aus wirklich überhaupt nicht geht und ein demokratisches System schon einmal erheblich gestört hat. Und damit wir uns richtig verstehen, die bereits getätigten Aufnahmen, von denen uns oben gesagt wurde, dass sie getätigt wurden, dass man sie bereits im Kasten habe, sind sofort zu übergeben, ohne dass sie überspielt werden. Und was das bisherige gute Miteinander in diesem Haus angeht, was über viele Legislaturperioden hinweg in unterschiedlicher politischer Zusammensetzung getragen hat,
will ich auch noch einmal klarstellen, dass diese Filmaufnahmen, und das ist ja heute Morgen auch so angemeldet worden, im Auftrag einer Fraktion erfolgen. Und damit trägt die Fraktion oder zumindest große Teile und offensichtlich die Mehrheit dieser Fraktion auch dazu bei, dass das gute Miteinander in diesem Haus, was über Legislaturperioden hinweg getragen hat, was über politische Grenzen und parteipolitische Grenzen hinweg getragen hat, offensichtlich für Sie nicht mehr so wichtig ist. Und ich lasse nicht zu, dass über den Tag hinaus mit Blick auf kommende Legislaturperioden das, was einer guten parlamentarischen Sitte entspricht, von Ihnen so in Frage gestellt wird. Deshalb untersage ich das alles. So, und jetzt müsste ich einmal fragen, weil ich zwar drin war, wir waren ja beim Beginn der namentlichen Abstimmung, ob oben alles in Ordnung ist, keine Aufnahmen mehr getätigt werden, die nicht zulässig sind. Das ist oben die Kamera vom WDR. Das ist die Kamera vom WDR, die wahrscheinlich jetzt ausschließlich auf mich gerichtet war und bleibt. Das sichern Sie zu. Würden bitte unsere Saaldiener einmal schauen, ob rechts und links daneben, was das für Herrschaften sind und ob Handys hochgehalten wurden, da man ja heute durch die Smartphone-Aufnahmen kaum noch unterscheiden kann, ob es Kamerabilder waren oder andere bewegte Bilder. Ich glaube, wir können jetzt. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Bereich in der die Kamera steht. So, ich gucke jetzt mal nach oben, weil ich würde gerne ein Signal haben, ob wir mit der namentlichen Abstimmung beginnen können, und bitte um herzliches Verständnis dafür, dass wir uns jetzt in einer schon etwas ungewöhnlichen Situation befinden, aber wir alle miteinander die Verantwortung dafür tragen, dass die Funktionsfähigkeit des Parlaments für alle hier anwesenden Mitglieder ungestört fortgesetzt werden kann. Und ich bitte das auch nicht, jetzt in irgendeiner Weise zu skandalisieren. Dazu dient es nicht, sondern es dient geradezu zum Gegenteil. Okay, dann waren wir jetzt dabei und wir beginnen schlichtweg noch mal mit dem Namensaufruf. Ich sage einfach noch mal, wir sind beim Tagesordnungspunkt 8. Die Piraten hatten namentliche Abstimmung beantragt und die führen wir jetzt durch. Und die Schriftführerin links von mir, Frau, oder rechts? Frau Regina Kopper wird jetzt mit dem Namensaufruf beginnen. Und wir stimmen ab über den Antrag. Das war ja vorhin auch noch mal wichtig. Herrn Abel und Herrn Alder bitte ich um Nachsicht. Ich rufe jetzt einfach Ihre beiden Namen noch mal auf. Herr Abel. Nein. Herr Alder. Nein. Frau Altenkamp. Nein. Frau Andres. Nein. Herr Basch. Nein. Herr Bayer. Ja. Herr Andreas Becker. Nein. Herr Horst Becker. Herr Horst Becker? Frau Beer? Nein. Frau Dr. Beisheim? Nein. Herr Bell? Nein. Frau Benninghaus? Nein. Herr Vandenberg? Nein. Herr Dr. Berger? Nein.
Herr Berghahn? Herr Dr. Bergmann? Nein. Herr Beul? Nein. Herr Bialas? Nein. Herr Biesenbach? Nein. Herr Bischof? Nein. Frau Blask? Nein. Herr Börner? Nein. Herr Börschel? Freie Frau von Böselager? Herr Bolte? Herr Bombis? Herr Professor Dr. Bovermann? Frau Brandt? Frau Brems? Herr Brockes? Frau Dr. Bunse? Herr Burkhardt? Herr Busen? Herr Dahm? Herr Deppe? Frau van Dinter? Frau de Morschweren? Frau Dockmeier? Herr Dudasch? Frau Düker? Herr Düngel? Herr Ellerbrock? Herr Engstfeld? Frau Fasse? Herr Fehring? Herr Feuß? Herr Fortmeier? Frau Freimuth? Nein. Herr Fricke? Ja. Herr Ganske? Ja. Herr Gabrecht? Ja. Herr Gatter? Nein. Frau Gebhardt? Nein. Frau Gödecke? Nein. Herr Goldschmann? Nein. Herr Golland? Frau Grochowiak-Schmieding? Nein. Herr Große-Brömer? Herr von Grünberg? Herr Grundahl? Frau Güler? Nein. Herr Hart? Nein. Herr Dr. Hachin? Nein. Frau Hack? Herr Hafke? Frau Gabriele Hammelrath? Nein. Frau Hanses? Herr Hegemann? Herr Heinrichs? Herr Herter? Herr Hilser? Herr Höhne? Herr Hovenjürgen? Frau Hove? Herr Hübner? Herr Jäger? Herr Jahl? Frau Jansen? Herr Jörg? Herr Kämmerling? Herr Kaiser? Herr Kamit? Herr Dr. Kerbein? Herr Kerkhoff? Herr Walter Kern? Herr Keimis? Frau Kieninger? Herr Glocke? Frau Klöpper? Frau Klöpper? Auch Frau Klöpper da? Nein, hat sie gesagt. Gut. Herr Körfges? Nein. Frau Kapper auch nein. Frau Korte? Nein. Frau Kuschorek? Nein. Herr Kosinski? Nein. Frau Kraft? Nein. Herr Krick? Nein. Herr Krückel? Nein. Herr Krüger? Nein. Herr Kruse? Herr Kutschaty? Herr Lammler? Herr Laschet? Herr Lienenkämper? Herr Löcker? Herr Lohn? Frau Lück? Frau Lüders? Herr Lübke? Frau Lux? Frau Maaßen? Herr Dr. Melzer? Nein. Herr Markert? Nein. Herr Marquardt? Nein. Herr Meesters? Nein. Frau Middendorf? Nein. Frau Milz? Nein. Herr Möbius? Nein. Herr Moritz? Nein. Herr Mustofizadeh? Nein. Herr Hans-Peter Müller? Nein. Herr Holger Müller? Nein.
Frau Müller-Witt? Herr Münchow? Herr Münstermann? Herr Nettekofen? Herr Nettelstroth? Herr Nückel? Herr Oleak? Herr Dr. Obtendrenk? Herr Ott? Herr Dr. Papke? Nein. Herr Dr. Paul? Frau Paul? Frau Philipp? Frau Pieper? Herr Post? Herr Preuß? Frau Preuß-Buchholz? Herr Priggen? Herr Rahr? Herr Rasche? Herr Rehbaum? Herr Rickfelder? Herr Römer? Herr Rohwedder? Herr Rüsse? Frau Ruhkemper? Frau Rydlewski? Frau Ute Schäfer? Frau Verena Schäfer? Herr Schatz? Herr Schäffler? Herr Schemmer? Herr Schick? Herr Schittges? Herr Schlömer? Herr Schmalenbach? Herr Schmelzer? Frau Schmidt-Promny? Herr Henrik Schmitz? Frau Ingola Stefanie Schmitz? Herr Guntram Schneider? Herr Guntram Schneider? Herr René Schneider? Frau Susanne Schneider? Herr Schultheiß? Herr Schulz? Frau Schulze? Frau Schulze-Vöcking? Herr Schwert? Herr Seel? Frau Dr. Seidel? Herr Siebecke? Herr Solf? Bitte, wer hat jetzt gerade... Herr Solf hat geteilt. Alles klar. Okay. Herr Sommer? Frau Spanier-Oppermann? Herr Spieker? Herr Dr. Stamp? Herr Stein? Frau Steininger-Bludau? Frau Steinmann? Herr Prof. Dr. Dr. Sternberg? Herr Stottko? Frau Stotz? Herr Stüttgen? Herr Sundermann? Herr Ten Humberg? Herr Terhack? Herr Thiel? Frau Tillmann? Herr Tönz? Herr Tütenberg? Herr Ünal? Herr Uhlenberg? Frau Felte? Herr Alexander Vogt? Frau Petra Vogt? Frau Vogt-Küppers? Frau Fosseler? Herr Fussem? Frau Wagner? Frau Warden? Frau Wattermann-Krass? Herr Weckmann? Herr Wedel? Herr Wegner? Herr Weiß? Herr Weske? Herr Axel Wirz? Herr Josef Wirz? Herr Witzel? Herr Dr. Ingo Wolf? Herr Sven Wolf? Herr Wüst? Herr Jetim? Herr Yüksel?
Und Herr Zimkeit. So, ich würde sagen, dann gehen wir wie üblich noch einmal die Namen derjenigen durch, die sich beim ersten Durchgang noch nicht gemeldet haben, die gleichwohl nicht entschuldigt sind. Bitte. Herr Becker-Horst. Freifrau von Böselager. Herr Bombis. Herr Dahm. Nein? Ja. Nein. Herr Golland? Herr Golland? Frau Grochowiak-Schmieding? Herr Hafke? Also, Herr Kruse? Hat Herr Kruse was gesagt? Und Herr Cooper ist da. Frau Rydlewski? Herr Schmelzer? Herr Schwert, und Herr Jetim. Gut, jetzt müssten wir es haben. Dennoch darf ich zur Sicherheit noch mal fragen, ob alle Kollegen ihre Stimme haben abgeben können. Ich sehe keinen Widerspruch. Dann schließe ich die Abstimmung und darf die Schriftführer bitten, die Auszählung vorzunehmen.
So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe Ihnen ein Ergebnis zu verkünden. Der namentlichen Abstimmung. Ihre Stimme abgegeben haben 203 Abgeordnetenkollegen. Mit Ja stimmten 13 Abgeordnete, mit Nein hingegen 188. Zwei Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten. Damit stelle ich fest, dass der Antrag Drucksache 12842 mit großer Mehrheit abgelehnt ist. Ich schließe die Beratung zu Tagesordnungspunkt 8 und rufe auf Tagesordnungspunkt 9.